Ich bin Niklas Maucher, bin Azubi bei Vetter im ersten Lehrjahr und lerne Industriemechaniker mit Spezialisierung auf Sterilmechanik. Im Unterschied zu der Ausbildung zum normalen Industriemechaniker arbeitet man hier in einem sehr sauberen, also sterilen Umfeld, muss eben auch sehr auf die Sauberkeit achten und kommt nicht in Verbindung mit Öl oder sonstigen Flüssigkeiten, die normalerweise in jeder Werkstatt vorhanden sind. Es hat was. Ich glaube, dass man auf jeden Fall Verantwortung übernehmen sollte für das, was man tut und auch Fehler zugeben können sollte, weil wenn man hier einen Fehler macht und das vertuschen will, dann kann es schnell dazu kommen, dass es Schäden in Millionenhöhe gibt, und deswegen finde ich, dass Verantwortungsbewusstsein und Ehrlichkeit sehr wichtig sind. Also ich als Industriemechaniker mit Spezialisierung auf Sterilmechanik beschäftige mich bei der Arbeit hauptsächlich mit der Führung der Maschinen, führe kleinere Reparaturen durch, bereite die Materialien für den Reinraum vor, betätige mich auch selbst im Reinraum und begleite die Abfüllung. Neben der Arbeit spiele ich Fußball, um eben aus dem stark geregelten Ablauf hier bei der Arbeit rauszukommen, um mich auch mal ein bisschen an der frischen Luft zu bewegen und nicht auf jeden einzelnen Arbeitsschritt achten zu müssen. Also eine wichtige Parallele zwischen meinem Hobby, Fußball, und der Arbeit hier bei Vetter ist die Teamarbeit. Und ich finde halt auch, dass es bei Fußball diesen Aspekt gibt, sich abzusprechen, um eben zu wissen, wie man agieren soll.